Sven Hammerwald ist der Tagessieger bei der Skiflugweltmeisterschaft in Oberstdorf. In beiden Durchgängen gelangen dem 23 Jahre alten Senkrechtstarter mit 193 und 191,5 Metern die weitesten Sprünge. Vor 40.000 Zuschauern landete er mit 375,4 Punkten vor dem Japaner Katsuyoshi Funaki und dem Norweger Christian Brenden. Damit hat Hammerwald als vierter Deutscher die Chance, Weltmeister im Skifliegen zu werden.